Hallo Sigros-Freunde, ich bin's wieder Toxic und heute habe ich eine neue Folge von Im Fokus für euch. Heute mit der Stalingrad, dem schweren russischen Kreuzer auf Tierstufe 10. Die Stalingrad könnt ihr derzeit für 28.000 Stahl in der Waffenkammer und auch nur dort erhalten. Das heißt also, nur wer Ranked fährt, wer Clan Wars fährt oder wer ein wenig Glück in Supercontainern hat, kann hier Stahl sammeln und sich dieses Schiff entsprechend holen. Ich habe mich erstmal hier entschieden, erstmal Richtung C zu fahren und unsere Shimakaze da vorne zu supporten, weil wir unter anderem ja natürlich Radar auf unserem Schiff haben. Aber das Ganze beleuchten wir nachher noch einmal. Hier haben wir die Midway, die schon unsere Montana gleich anfliegen wird. Wir schauen natürlich, ob wir da vielleicht auch im Fokus geraten, aber dem scheint erstmal nicht so zu sein. So, welche Besonderheiten haben wir hier auf der Stalingrad? Bevor das Gefecht hier richtig losgeht, beleuchte ich das mal ein bisschen. Wir haben hier einen riesig großen HP-Pool für einen Kreuzer. Ihr seht es unten links in der Ecke, 72.450 HP weist die Stalingrad hier aus. Wir haben 3x3 305 mm mit einem sehr hohen Alpha-Schaden hier für einen Kreuzer. Zudem haben wir hier den höchsten Sigma-Genauigkeitswert von 2,65 im ganzen Spiel. Wir haben, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, das lange Radar, also die lange Reichweite vom Radar mit 12 km. Des Weiteren haben wir hier 25% Torpedoschutz an den Seiten, aber natürlich hat das Schiff auch hier ein paar Nachteile. Das ist so unter anderem die große Zitadelle, die auch noch über der Wasserlinie liegt, und wir brennen 60 Sekunden. Das ist der gleiche Wert, den auch die Schlachtschiffe im Spiel haben und entsprechend auch eine Besonderheit hier als schwerer Kreuzer. Zudem haben wir hier einen Wenderadius von 1130 Meter. Ja, das ist kein Versprecher, wir haben wirklich hier 1130 Meter, wenn ihr hier wenden wollt. Also das ist einer der größeren Nachteile definitiv bei der Stalingrad. Und zudem haben wir hier eine sehr hohe Erkennbarkeitsreichweite. So, wir haben hier unsere Reichweite erstmal genutzt und schon erstmal direkt auf die Hinbucht geschossen, auch wenn die über 17 Kilometer entfernt war. Stört uns das nicht durch unsere hohe Genauigkeit. Machen wir das Ganze gleich nochmal. Jetzt haben wir 18,2 Kilometer. Setzen einmal auf den Bug ab, weil ich gesehen habe, die dreht wieder ein bisschen rein. Und dann hoffen wir mal, dass unsere gute Genauigkeit hier für den ersten Zitadellentreffer sorgt. Und dem ist auch so 9200 Schaden auf die Hinburg. Ich denke mal, habt ihr schon mal einen ganz guten Eindruck bekommen, was ich meine mit sehr guter Genauigkeit. Die Geschosse landen sehr nah beieinander und dementsprechend, wenn ihr hier genau zielt und der Gegner natürlich auch so fährt, wie ihr euch das vorstellt, dann habt ihr die Möglichkeit hier auch auf größeren Distanzen sehr gute und schwere Treffer zu landen. So, jetzt haben wir hier eine Montana vor uns, die jetzt auch schön Breitseite reinfährt, dreht falls auch wieder ein bisschen raus, und wir machen das ebenso, weil wir natürlich auch hier vermeiden wollen, dass wir unter anderem auch schwere Treffer bekommen. Das war jetzt nicht ganz so viel, was die Montana an Schaden genommen hat. Aber wir müssen uns hier auf jeden Fall auch so positionieren, dass wir hier nicht zu sehr Breitseite stehen oder beziehungsweise unser Wenderadius uns hier ein Schnäppchen schlägt, relativ früh reagieren. Hier ist eine Smolensk, die jetzt auch gleich von uns beschossen wird, weil die ist jetzt verdächtig nah an unserer Shimakaze drinnen dran, und das möchten wir natürlich nicht. Die Smolensk dreht ja raus und mal gucken. Naja, ein Geschütz haben wir zum Ausfall gebracht, aber natürlich auch viele Overpins. Also durch unser hohes Kaliber kann das natürlich auch bei so einem leichten Kreuzer dafür sorgen, dass wir hier einfach komplett durchschlagen und dementsprechend nicht wirklich viel Schaden machen. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier nicht wirklich unsere geballte Teamkompetenz hinter uns, weil außer die Shimakaze, die er sehr gut erstmal ins Cap geholt hat, sind wir hier als einziger Kreuzer erstmal unterwegs. Dementsprechend müssen wir auch aufpassen, wo wir aufgehen, gegen wen wir aufgehen, und dass wir nicht zu viel Profil von uns zeigen. Deswegen jetzt erstmal wieder eine Drehung und nur mit Bug voran arbeite ich hier mit den beiden Geschossen. Hier seht ihr sehr gut, wie wirklich die Streuung ist. Ja, da hat wirklich die Hindenburg hier richtig viel Glück gehabt. Ein klein bisschen zu weit sind die Geschosse hier gerade eingetaucht vor ihr. Ansonsten glaube ich, wäre es ziemlich übel schon mal für die Hindenburg rausgegangen. Und ja, das ist einfach die große Stärke hier von der Stalingrad, die genauen Geschosse über größere Entfernung auch, die, wenn der Gegner es zulässt, also sprich, wenn der Gegner Breitseite durchzieht, zeigt, dann wird es hier richtig gefährlich und dann kann es auch mal richtig doll wehtun für den Gegner.
Als schwerer Kreuzer mit den Eigenschaften eines Schlachtschiffes habt ihr hier natürlich schon einen gewissen Spielstil, der euch hier vorgegeben wird. Und ihr könnt hier natürlich sehr gut aus der weiteren Distanz hier agieren. Ihr seht, wie ich es hier auch gerade schon die ganze Zeit mache. Erstmal nicht zu dicht an den Gegner ranfahren, aber im weiteren Verlauf des Gefechtes sollte man natürlich trotzdem seine HP hier mit ins Gefecht reinwerfen und nicht nur hinten rumstehen und snipern. Das ist definitiv auch nicht die Aufgabe der Stalingrad. Denkt dran, ihr habt 12 Kilometer Radar. Das ist auch nur nützlich, wenn ihr auf 12 Kilometer irgendwas nachher natürlich aufdeckt und eure Zerstörer dementsprechend auch supporten könnt. Je nachdem natürlich, auf welchen Gegner ihr auch schießt oder wie der Gegner hier steht, wie zum Beispiel die gegnerische Yamato, könnt ihr hier beliebig zwischen AP und HE switchen. Ja, also wenn ihr hier Gegner habt, die euch relativ viel Breitseite zeigen, definitiv AP reinnehmen. Aber wenn ihr angewinkelte oder hier die Schlachtschiff als Ziel habt, könnt ihr natürlich auch durchaus mal HE nehmen. Und hier seht ihr, welchen Fehler ich gerade gemacht habe. Ich habe zu viel Breitseite gezeigt, die Montana, ja, die auf 18 Kilometer entsprechend auf mich schießen konnte. Ich habe dann zu spät eingedreht, hat dann doch ein bisschen Schaden auf uns gemacht, war nicht weiter dramatisch und schlimm gewesen. Aber ihr habt halt mal gesehen, Stalingrad ist halt doch verwundbar und auch anfällig für so eine Breitseitengeschosse. Wenn ihr auf der Karte entsprechend eine gute Position für euch gefunden habt, wo ihr strategisch den Gegner stoppen könntet, dann solltet ihr hauptsächlich hier mit euren Buggeschützen arbeiten. Ja, also vorne zweimal die Drillingstürme, die hier drauf sind, die sind sehr effektiv und damit bietet ihr natürlich dem Gegner möglichst wenig Angriffsfläche, um eure Schwachstelle hier, also die große Zitadelle, nach Möglichkeit zu verbergen. Und kommt euch den Gegnern natürlich zu nahe, dann ladet ihr auf AP um, weil die 305 mm mit dem hohen Sigma-Wert bestrafen natürlich jeden Gegner sehr schnell. Ja, der maximale Schaden bei einem Volltreffer liegt hier nämlich bei 9200. Ja, durch die Verbesserung der Hauptbatterie kann die Nachladezeit zudem von 20 Sekunden auf 17,6 Sekunden reduziert werden. Das finde ich ist auf jeden Fall ein Must-Have, was ihr einbauen solltet. Und die Reichweite von 20,35 Kilometer ist nämlich hier vollkommen ausreichend. Also da braucht ihr nicht auf Reichweite skillen, ja, weil alles, was da drüber liegt, macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Also, wir sind hier nämlich schon viel auf Reichweite gefahren. Der Gegner hat mittlerweile aber zwei Caps eingenommen. Wir sind hier auf unserer Seite eigentlich dominant beziehungsweise zumindest in Gleichzahl und deswegen verlagern wir uns jetzt ein bisschen mal Richtung Mitte, Richtung B. Das ist eigentlich nicht die Idealposition jetzt von der Stalingrad so weit vorne zu stehen ohne irgendwelchen Schutz vor einen, weil durch die hohe Nachladezeit seid ihr natürlich hier ein bisschen zahnlos gegen Leute, die hier vielleicht doch schneller schießen können als ihr. Und jetzt kommt auch die Mitwehr mit ihren Bombern zu uns. Ich versuche jetzt mal hier relativ dicht an den Bergrand zu fahren, dass wir hier nicht von links auch noch irgendwie beschossen werden können, sondern wenn, dann müssen wir uns von rechts ausrichten gegenüber den Gegner und natürlich irgendwo vielleicht auch gleich den Cap einnehmen, weil der Gegner hat zwei Caps und ihr seht es oben, die Zeit läuft runter. Der Gegner würde, wenn das jetzt so bleiben würde, in 6 Minuten gewinnen und wir hätten damit 16 Minuten das Nachsehen. Und ich habe jetzt mal eins der Sachen gezündet, was hier als Stalingrad auch ein großer Vorteil ist, nämlich unser defensives Flakfeuer. Und ihr habt gesehen, das waren alle 11 Flieger gewesen, die Mitwehr hier mal geschickt hat. Und dementsprechend konnte sie hier keinen Angriff auf uns richtig durchführen. So, es lässt sich da eine Mino Tower vor uns blicken. Wir versuchen nochmal über den Berg rüber zu schießen und sie da zu treffen. Aber die Mino ist natürlich auch sehr schnell. Aber trotzdem haben wir es geschafft, 11.000 Schaden hier reinzudrücken. Jetzt stehen wir trotzdem an einer gefährlichen Position. Ihr seht es, hier haben wir die Yamato, die von links auf uns schießt. Von vorne kommt hier noch ein Torpedo. Jetzt kommt schon wieder die Mitwehr angefahren. Defensives Flakfeuer ist natürlich jetzt noch nicht bereit. Und trotzdem seht ihr links, wie rechts natürlich, wie die Zahlen rattern bei den Fliegern. Das waren jetzt 13 Flieger bei dem Angriff gewesen, die wir runtergeholt haben, 14 sogar. Und ja, die Mitwehr hat es sicherlich nicht optimal gemacht, muss man auch mal dazu sagen. Aber trotzdem seht ihr mal die Stärke hier von der Stalingrad, wie die Flieger hier vom Himmel fallen. Und da vorne ist auch die Midway und da haben wir jetzt gerade mal zwei Zitadellen auf 19 Kilometer gedrückt, was wieder hier einfach für diese Genauigkeit spricht. Jemand in Puerto Rico, die bei uns in der Seite drin ist, die müssen wir natürlich versuchen, irgendwie so schnell wie möglich aus dem Spiel rauszunehmen, weil die kann es auch mit ihren Geschossen sehr gefährlich werden, weil wir einfach hier gerade zu viel Breitseite zeigen und trotzdem haben wir hier nur zwei Abpraller drin. Jetzt fahre ich wieder rückwärts, um möglichst der Yamato von links, ihr seht es, wenn ihr auf die Minimap mal guckt, da ist viel, was auch noch vor uns ist. Da müssen wir natürlich jetzt aufpassen, dass wir hier nicht so sehr an die Zange reinkommen und entsprechend hier zu schnell rausgenommen werden aus dem Spiel. Das kann nämlich ganz schnell nämlich auch dann mal vorbei sein.
Deswegen können wir hier auch nicht ankappen und trotzdem versuchen wir hier diese Position zu halten und mal ein bisschen, ich sag jetzt mal, aus der Mitte heraus den Gegner zu flankieren. Ihr seid natürlich hier mit Radar ausgerüstet, defensiven Flakfeuer und der Reparaturmannschaft. Und somit könnt ihr euch natürlich auch mal vorwagen und hier natürlich auch Damage tanken. Dafür ist die Stalingrad auch da. Und ihr seht auch oben, ich habe schon 1,9 Millionen Schaden hier getankt in gerade mal der Hälfte des Gefechts. Deswegen, ihr seid ja ein halbes Schlachtschiff und solltet euch natürlich auch dann mal in den Kampf reinwagen und entsprechend solche Positionen hier halten. Weil der Gegner weiß natürlich auch, was zu was eine Stalingrad entstanden ist und wird sich natürlich auch ja, ein bisschen vor euch hüten und nicht zu sehr in die Nähe wagen. Was jetzt die Kurfürst zum Beispiel da hinten nicht auf dem Schirm hat, dass wir so weit schießen können und dementsprechend setzen wir einmal ab. Wir stehen schon 134.000 Schaden mit 3 Zitadellentreffer. Mal gucken. Ja, das waren jetzt knapp 7.000 nochmal auf den großen Kurfürsten und das wieder auf größere Distanz. So, wir müssen jetzt aufpassen. Wir haben jetzt nämlich einen Zerstörer hier noch rechts neben uns. Der ist sogar noch mit Full AP fast unterwegs und von links natürlich auch noch die Schiffe. Gefährliche Position. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen hier vorne gelitten. Ihr seht, ich habe nur noch 20.000 an Trefferpunkte zur Verfügung und deswegen auch einmal erstmal die Reparaturmannschaft zünden, dass wir hier wieder uns ein bisschen hochheilen können. Bedenkt einfach, wenn ihr in so eine Position fahrt, die Stalingrad ist einfach sehr träge und auch der hohe Wenderadius macht es euch einfach schwer, aus so einer heiklen Situation wieder zu entkommen. Also das solltet ihr euch vorher ganz genau abprüfen, ob ihr euch in so eine Position begebt, weil die Gegner, wenn die euch hier flankieren oder an eure Seite reinkommen, dann kann es mal ganz schnell mit euch zu Ende gehen. Zudem magst du die Stalingrad natürlich überhaupt nicht, wenn ihr Brände gelegt werden, da euer Brand, wenn nicht geskillt, also wenn ihr nicht dagegen skillt, 60 Sekunden lang brennt. Ja, das ist genau dieselbe Zeit, die auch ein Schlachtschiff braucht, um einen Brand zu löschen. Deshalb ist es auf jeden Fall ratsam, bei den Verbesserungen hier das Schadenbegrenzungsteam mit einzubauen und den Kapitän durch Brandschutz oder die Grundlagen der Überlegungsfähigkeit zu skillen. Ja, durch die hohe Erkennbarkeit solltet ihr zudem alles auf Tarnung setzen, so kommt ihr wenigstens noch auf einen Wert von 14,24 Kilometer. Wir fahren hier munter vor und zurück, wollen uns natürlich aber hier nicht irgendwie in eine Situation begeben, die für uns nachteilig ausfallen könnten. Jetzt ist die Yamato endlich raus und deswegen können wir uns jetzt endlich aus unserer Position rausbewegen. Das war nämlich ganze Zeit die Zünglein an der Waage gewesen. Hier dürfen wir nicht zu weit vorausfallen, weil sonst hätte uns das die Yamato sicherlich mit unserem Leben bestraft. Hier haben wir nur noch die Minotaur vor uns und das ist für uns jetzt erstmal bis auf die Torpedos natürlich keine wirkliche Herausforderung, wenn wir entsprechend schnell nachladen und die Minotaur auch wenden mit ihren hohen Reload, deswegen winkeln wir jetzt gleich wieder an, wird es hier nicht schaffen, uns hier richtig gefährlich zu werden. Ihr seht, innerhalb von ein paar Minuten, 3 Minuten, haben wir das Gefecht hier komplett einmal gedreht und die Minotaur kriegt hier eine Zite ab und jetzt ist im Nebel drinne und trotzdem werden wir sie natürlich hier pushen. Shimakaze, weiß ich nicht so richtig, ob sie jetzt für uns nebelt oder ob sie jetzt für sich selber genebelt hat. Keine Ahnung, aber die Mino ist so dicht dran, ne? Da eben wir jetzt einfach mal in den Nebel rein. Ja, 2 Treffer, leider immer noch nicht tot. Ein bisschen auf die Torpedos muss man natürlich aufpassen. Die Minotaur stand so, dass sie uns torpedieren konnte. Das Spiel ist aber hier für uns entschieden und deswegen möchte ich mal ganz kurz mein Fazit mit der Stalingrad loswerden. Das ist natürlich ein Schiff, was durch hart verdienten Stahl hier durchaus den Unterschied machen kann. Trotzdem finde ich nicht, dass es unbedingt okay ist. Da es natürlich wie auch andere Schiffe ihre Vor- und Nachteile mit sich bringt. Weiß man einfach, wie man die Stalingrad zu bekämpfen hat, kann das auch ganz schnell mal ihr Ende bedeuten. Nichtsdestotrotz spielt man sie natürlich gut. Das heißt, also man nutzt die Genauigkeit aus, beherrscht das Positionsspiel mit ihr und bietet der Gegner natürlich auch noch die Gelegenheit der Breitseite an, ist die Stalingrad definitiv in der Lage, dieses hier hart zu bestrafen. Da in geübten Händen wirkt das Schiff damit natürlich äußerst stark. Eine Empfehlung ist die Stalingrad mit Sicherheit. Trotzdem sollte sich halt jeder vor dem Kauf hinterfragen, ob der Spielstil der Stalingrad im Licht. Die hohe Nachladezeit und auch die Erkennbarkeit erfordert definitiv Erfahrung und ist einfach auch nicht für jedermann geeignet. Ich hoffe, das Gameplay und die Erklärung zum Schiff macht es euch ein wenig einfacher, eine Entscheidung zu treffen, wenn ihr vorhabt, das Schiff in Zukunft zu holen oder euren Stahl doch lieber woanders investieren wollt. Diese Runde ist vorbei und wenn euch dieses Video wieder gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert das Video oder abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, euer Secrets Team.